Hi und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um das Thema Eileiterschwangerschaft. Was genau ist eigentlich eine Eileiterschwangerschaft? Welche Risikofaktoren gibt es dafür? Welche Symptome verursacht eine Eileiterschwangerschaft und wie therapiert man sie? Viele Fragen habe ich zu diesem Thema erreicht. Jetzt gibt es noch mehr Antworten. Viel Spaß im Video. Was genau ist jetzt eine Eileiterschwangerschaft? Das sagt der Name ja eigentlich schon, ist eine Schwangerschaftsanlage. Das heißt, die befruchtete Eizelle nistet sich nicht in der Gebärmutterhöhle ein, wo es eigentlich hingehört, sondern außerhalb davon. Und da das Ganze zu 90% im Eileiter stattfindet, heißt das Ganze auch Eileiterschwangerschaft auf medizinisch Extrauterin-Gravidität und das wird abgekürzt mit EUG. In den meisten Fällen, wie gesagt, zu 90% kommt das Ganze im Eileiter vor. Es gibt aber auch wirklich seltene Fälle, wo das außerhalb der Gebärmutter, außerhalb des Eileiters sich einnistet. Ganz, ganz wenige Fälle gibt es das im Eierstock sogar, dass sich im Eierstock quasi die befruchtete Eizelle einnistet. Gibt es auch im Gebärmutterhals, dass sich dort die befruchtete Eizelle einnistet und auch tatsächlich in der Bauchhöhle direkt. Das heißt, außerhalb der Gebärmutter, außerhalb des Eileiters, irgendwo in der Bauchhöhle kann so eine Schwangerschaft ein Stück weit heranreifen und Symptome machen. Welche Symptome gibt es bei einer Eileiterschwangerschaft und wie können sich diese äußern? Das erste Symptom ist ähnlich wie bei einer normal verlaufenden Schwangerschaft, ist nämlich das Ausbleiben der Periode und auch ein positiver Schwangerschaftstest. Obwohl sich die Schwangerschaft nicht richtig einnistet, ist sie trotzdem intakt, macht trotzdem eine HCG-Produktion, also eine Schwangerschaftshormonproduktion, sodass das auch im Urin nachweisbar ist, sodass man den Schwangerschaftstest positiv hat. Und das führt eben auch dazu, dass man eben nicht die Periode bekommt. Was im Verlauf passieren kann und was auch ein weiteres Symptom ist, ist, dass dieser Embryo oder diese Embryonalanlage sich jetzt nicht richtig weiterentwickelt. Es merkt also, dass es nicht die richtige Umgebung für eine richtige Schwangerschaft. Das Wachstum bleibt aus und somit auch der Stimulus an das Gelbkörperhormon, weitere Hormone zu produzieren und die Schwangerschaft am Laufen zu halten, sodass das Progesteron abfällt. Und dadurch kommt es sehr, sehr oft auch zu einer Schmierblutung, zu einer Abbruchblutung. In vielen Fällen ist es aber auch so, dass diese Schwangerschaft weiter heranwächst, auch wenn sie nicht adäquat wächst, sondern verlangsamt, aber so weit wächst, dass wenn sie in dem Eileiter sitzt, irgendwann auch Schmerzen verursacht. Wenn eine Frau kommt mit Schmierblutungen, positivem Schwangerschaftstest und ganz starken Unterbauchschmerzen, muss man immer an eine Eileiterschwangerschaft denken. Der Eileiter hat eben nur eine bestimmte Dicke und wenn diese Schwangerschaft immer größer wird und größer wird und diesen Eileiter aufdehnt, dann macht das unheimliche Schmerzen. Das kann so weit gehen, dass dieser Eileiter auch kaputt geht, aufgeht und platzt. Und das kann wiederum so weit gehen, dass man in den Bauchraum hineinblutet und das macht natürlich auch extreme Unterbauchschmerzen. Wir haben es vorhin schon erwähnt, das sind also diese klassischen Symptome, Unterbauchschmerzen, Schmierblutungen, positiver Schwangerschaftstest, wo jeder Gynäkologe auf dieser Welt hellhörig wird und auf jeden Fall eine Eileiterschwangerschaft ausschließen muss. Wie sieht jetzt die Diagnostik einer Eileiterschwangerschaft aus? Also wie bekommt man raus, ob du vielleicht eine Eileiterschwangerschaft hast oder nicht? Und da schaut man sich genau oder hört man sich genau die Geschichte der Patientin an. Wann war die letzte Periode? Hat man seitdem geblutet? War ein Schwangerschaftstest gemacht worden? War der positiv oder negativ? Wo sind genau Schmerzen oder sind überhaupt Schmerzen? Kam es zu einer Blutung, zu einer vaginalen Blutung? Ja oder nein? Das sind also genau die Dinge, die wir schon besprochen haben. Hört man sich einmal an. Auch das Thema Voroperationen oder auch Infektionen in der Vergangenheit. Gab es da irgendwelche vaginalen Infektionen? Ist Chlamydieninfektion mal bekannt gewesen? Ja oder nein? Wurde in dem Bereich eine Operation durchgeführt? Gibt es eine Endometriose in der Vergangenheit? All diese Punkte, die zu einer Risikoerhöhung führen, muss man sich auch einmal anschauen. Dann kommt natürlich als nächstes die körperliche Untersuchung. Wo sind die Schmerzen genau lokalisiert? Rechter, linker Unterbauch können natürlich auch andere Dinge sein, die im Unterbauch Schmerzen bereiten. Eine vaginale Untersuchung gehört dazu. Man muss sich einmal ausschauen, was für ein Ausfluss ist da. Gibt es eine Blutung? Ist das schmerzempfindlich, diese Untersuchung, oder nicht? Und als dritten Punkt natürlich den Ultraschall, den vaginalen Ultraschall vor allen Dingen. Ob man jetzt bei einem positiven Schwangerschaftstest sogar schon eine Fruchthöhlenanlage zum Beispiel in der Gebärmutter sieht, das muss nicht unbedingt was heißen. Wenn da eine Anlage ist in der Gebärmutter, so eine Ringstruktur, dann kann das auch sein, dass obwohl in der Gebärmutter etwas zu sehen ist, die Embryonalanlage ganz woanders sitzt. Das heißt, da muss man trotzdem ganz genau darauf achten, gibt es vielleicht schon in dem Bereich der Eileiter oder auch der Eierstöcke irgendwelche Strukturen, die darauf hinweisen könnten, dass da eine Eileiterschwangerschaft steckt. Manchmal in ganz seltenen Fällen sieht man sogar wirklich ein Herzchen pulsieren im Bereich des Eileiters. Dann ist die Diagnose fest, dann steht die quasi, dann kann man schon den OP anrufen, weil das muss natürlich zeitnah dann operiert werden.
Sollte jetzt nur der Verdacht stehen, dass eine Eileiterschwangerschaft im Raum stehen könnte, das heißt, man hat jetzt nicht das klassische pulsierende Herzchen im Eileiter, wo man sagt, okay, definitiv Eileiterschwangerschaft, sondern man weiß es noch nicht so ganz. Der Schwangerschaftstest ist positiv, die Frau hat eine leichte Schmierblutung und leichte Unterbauchschmerzen. Wer mein Video zu den Schwangerschaftsanzeichen mal gesehen hat, das kommt genau da, diese Punkte auch wieder vor. Das heißt, es kann auch einfach eine intakte Schwangerschaft sein, wo jetzt eine leichte Einnistungsblutung stattgefunden hat. Dieses Unterbauchziehen ist auch klassischerweise in der frühen Schwangerschaftswoche ganz normal. Also man weiß nicht so richtig, ist das jetzt eine normale Schwangerschaft, die da sitzt, wo sie hingehört, oder ist sie vielleicht doch woanders? Dann gehört so eine Frau engmaschig kontrolliert. Und da kommt wirklich den Laborwerten, also den Blutwerten, eine große Bedeutung zu. Man muss diese Frauen jetzt natürlich, wo der Verdacht besteht, engmaschig kontrollieren. Man muss schauen, okay, geht das in die richtige Richtung oder ist da dieser Verdacht, wird er einfach erhärtet, dass da vielleicht eine nicht intakte oder sogar eine Eileiterschwangerschaft im Raum steht. Und da muss man sich einen Wert besonders anschauen, das ist dieser Beta-HCG-Wert, also das Schwangerschaftshormon schlechthin. Und das sollte sich innerhalb von 48 Stunden ungefähr verdoppeln. Wenn man jetzt also am Tag X einen Wert von 1000 hat und zwei Tage später ist der nicht bei 2000, sondern bei 1200 ungefähr, dann ist das ein inadäquater Anstieg. Und da kann man davon ausgehen, dass das mit Sicherheit eine gestörte Frühgravidität, also eine gestörte Frühschwangerschaft ist. Und vielleicht sogar eine Eileiterschwangerschaft. Auch das ist dann immer noch gar nicht so klar. Man muss sich da wirklich auch mit dem Ultraschall und den Symptomen der Frau weiterhelfen. Denn man möchte jetzt auch nicht unbedingt eine Bauchspiegelung machen, nur weil man den Verdacht so ein bisschen hegt, dass da eine Eileiterschwangerschaft im Raum steht. Sollte das nur eine gestörte Frühgravidität, also eine gestörte Schwangerschaftsanlage sein, dann ist die OP natürlich sehr, sehr viel kleiner. Dann kann man natürlich so eine Ausschabung machen oder es sogar einfach eine Abbruchblutung machen lassen. Das heißt, da muss man schon ein bisschen schauen. Das ist nicht immer ganz, ganz eindeutig, nicht immer ganz leicht. Da muss man auch viel mit den Patientinnen sprechen, wie die Situation aussieht. Man kann auch sagen, okay, dieser Beta-HCG-Wert, der ist jetzt nicht adäquat angestiegen. Das scheint wirklich nicht eine intakte Schwangerschaft zu sein. Wenn die Frau sagt, ich würde gerne noch zwei Tage warten, ich habe einen großen Kinderwunsch und vielleicht tut sich ja noch was, kann man auch das respektieren und kann man auch sagen, gut, die Symptome sind jetzt noch nicht so gravierend, dass wir sie jetzt unbedingt hier operieren müssen. Schauen wir es uns nochmal zwei Tage an, aber dann müssen wir definitiv zu einer Lösung finden. Und dann muss man sich eben nochmal überlegen, machen wir jetzt nur die Ausschabung oder sagen wir, wir lassen es abbluten. Oder besteht der Verdacht doch eher dann auf eine Eileiterschwangerschaft, dann muss man natürlich die Operation machen. Gibt es eigentlich Risikofaktoren, die das Auftreten einer Eileiterschwangerschaft erhöhen? Die gibt es und die sind auch relativ logisch, denn immer wenn der Eileiter oder auch dieser Fimbriendrichter, der die Eizelle dann aufnimmt, irgendwie in Mitleidenschaft geraten sind, dann ist die Durchgängigkeit des Eileiters nicht mehr gewährleistet oder nicht mehr hundertprozentig. Das heißt, dann kann auch so eine befruchtete Eizelle stecken bleiben und sich da dann eben entwickeln. Und all die Faktoren, die dazu führen, dass dieser Eileiter beeinträchtigt ist, sind natürlich eben auch Risikofaktoren. Allen vorweg ist eine Infektion und vor allem eine Chlamydieninfektion ein Risikofaktor. Der kann dazu führen, dass die Eileiter eben so ein bisschen verkleben und dadurch kommt dieses befruchtete Ei oder die befruchtete Eizelle nicht mehr so gut durch den Eileiter hindurch und kann sich dort einnisten. Ein Risikofaktor, der auch bei anderen Erkrankungen immer gewährleistet ist, der Zustand nach genau dieser Problematik. Also wenn man schon mal eine Eileiterschwangerschaft hatte, ist das Risiko, dass man irgendwann nochmal eine hat, erhöht. Das ist einfach so laut Definition. Und hat auch den Hintergrund, dass da irgendwie eine Eileiterdurchgängigkeit nicht ganz 100% gewährleistet ist. Dasselbe Prinzip gilt für Operationen in diesem Bereich. Jede Operation, auch im Bauchraum, kann Narbenbildung mit sich führen. Und genau das ist das Prinzip, wenn man eben an den Eierstöcken oder am Eileiter oder wo auch immer dort operiert, können sich Narben bilden und die können dazu führen, dass die Eileiterdurchgängigkeit nicht mehr 100% gewährleistet ist. Dass die Endometriose schon ein Faktor ist für eine Sterilität der Frau, das habe ich in dem Video für Endometriose schon beschrieben, aber es ist eben auch der Risikofaktor Eileiterschwangerschaft. Auch dasselbe Prinzip, irgendwelche Mechanismen oder auch Endometrioseherde führen dazu, dass der Eileiter nicht mehr 100% durchgängig ist und dadurch kann es natürlich dazu kommen, dass man eine Einnistung im Eileiter hat. Und auch ein Risikofaktor ist das maternale, also das mütterliche Alter. Je älter die Frauen sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit für eine Eileiterschwangerschaft. Das haben Studien ergeben. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass eben diese Eileitermotilität, die Bewegung des Eileiters, dass die auch die befruchtete Eizelle dann Richtung Gebärmutter führt, nicht mehr so ganz 100% ist und dadurch ist auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zu einer Eileiterschwangerschaft kommen kann.
Wie sieht es jetzt mit der Therapie einer Eileiterschwangerschaft aus? Da gibt es unterschiedliche Vorgehen, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ist das jetzt ein symptomarmer Verlauf, also hat die Frau überhaupt keine Beschwerden, oder ist es ein symptomatischer Verlauf, die Frau hat Beschwerden, hat Schmerzen, und ebenso unterschiedlich ist dann auch das Vorgehen. Wenn das jetzt ein symptomarmer Verlauf ist, man hat vielleicht den Verdacht auf eine Eileiterschwangerschaft, hatten wir ja vorhin schon mal besprochen, dann kann man auch mal ein bisschen zuwarten und gucken, ob sich dieser Beta-HCG-Wert verdoppelt oder ob der adäquat ansteigt, sodass man sagen kann, okay, die Schwangerschaft ist wahrscheinlich doch intakt, man hat sie nur noch nicht in der Gebärmutter gesehen, dann kann man auch mal abwarten. Wenn der Verdacht jetzt schon erhärtet ist, dieses Beta-HCG, das steigt inadäquat an, aber die Frau ist komplett asymptomatisch, hat überhaupt keine Bauchschmerzen oder irgendwelche anderen Beschwerden, dann kann man auch ein Medikament geben, was diese Schwangerschaft quasi abtötet. Das Medikament gibt man entweder per Tablette oder auch über die Vene, und das soll eben dazu führen, dass diese Schwangerschaft, die schon nicht intakt ist, aber noch so ein bisschen Beta-HCG-Anstieg macht, dass die abstirbt und dass man dann eine Abbruchblutung abwartet. Die zweite Sparte ist, wenn die Frau wirklich Symptome hat. Das heißt, sie hat jetzt Unterbauchschmerzen, sie hat vaginale Blutungen, die vielleicht auch stärker sind. Dann ist da ganz klar eine Operation angebracht. Da muss man in den Bauchraum einmal reinschauen. Man muss diese Schwangerschaftsreste entfernen. Und wie gesagt, es kann auch sein, dass man einen Eileiter entfernen muss. Man muss das Blut absaugen, und dann ist das wirklich etwas Akuteres. Dann kann man da nicht einfach zuwarten und gucken, was passiert, sondern man hat da einfach auch die Gefahr, dass die Frau innerlich so stark blutet, dass sie auch vom Kreislauf her da in Mitleidenschaft gerät. Außerdem möchte man bei einer symptomatischen Patientin natürlich auch vermeiden, dass dieser Eileiter einfach Schaden nimmt, dass diese Schwangerschaft so groß wird, dass das wirklich kaputt geht und dann überhaupt nicht mehr zu retten ist. Genau dann ist der Punkt erreicht, wo man den Eileiter entfernen muss. Das heißt, da würde man eher frühzeitig sagen, jetzt operieren wir mal und versuchen auf jeden Fall den Eileiter noch zu retten. Das war das Video zum Thema Eileiterschwangerschaft. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erklären, was genau eine sogenannte EUG, eine extrauterine Gravidität oder eben auch eine Eileiterschwangerschaft ist und wie man damit umgeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich doch bitte mit einem Daumen nach oben wissen. Abonniert natürlich diesen Kanal, addet mich auch bei Facebook und Instagram, um gar nichts mehr zu verpassen. Und wer Lust auf so einen wunderschönen Gebärmutter-Pulli hat, den gibt es in meinem Shop. Link dazu unten in den Kommentaren. Wir sehen uns sonst einfach im nächsten Video wieder. Viel Spaß und viel Spaß beim Kindermachen. Bis dann. Ciao.